Ferdinand, wie bewegst du dich auf dem Platz? Läufst du gerade einem Flummi hinterher? Bundesliga hat erstmal Pause, jetzt also wieder Road to Euro 2024, Länderspiele. In Wolfsburg gegen Japan oder anders gesagt, VW gegen Toyota. Ich hoffe ja, dass der Hansi Flick jetzt nicht noch anfängt, seinen Spielern vor der Partie Japanisch beizubringen. Also in der Kabine. So, Männer. Hallo, heißt auf Japanisch. Kannst du mich? Hallo, Merkel, kannst du mich? Ich sehe das schon. Thomas Müller und Asano. Der Müller so. Kannst du mich? Und der Asano. Ne, wie heißt du denn? Knicki, knacki, na, am Sacki heißt er ein Oberschenkelhalsbruch oder was? Ist völlig Lack, ne? Schicken wir den Süle in Sturm, denken die Japaner, Godzilla greift an. Na, Andi, du bist heute auch so motiviert auf dem Platz wie der Designer der japanischen Flagge. Fertig. Und am Freitag kommt endlich, haben wir alle drauf gewartet, weil wir vom Thema Katar ja nicht genug kriegen können, die DFB-Doku All or Nothing. Das ist ein Kurzfilm. Nicht Spaß, die machen das wie Moses. Ja. Mit einem Mehrteiler. Ja, und dann gibt es dann ganz intime Einblicke bei dieser Doku. Zum Beispiel Costa Rica-Spiel. Hansi Flick kommt in die Kabine und brüllt. Das ist hier eine Weltmeisterschaft. Die sind so blind und wir bauen die wieder auf. Wenn der Hansi brüllt, das so authentisch, wie wenn ich flüster. Hansi, warum gehst du denn nicht in die Kabine und sagst, so Männer, das läuft gut hier. Wer von euch ist denn handwerklich begabt? Kimmich, Süle, Neuer, alles klar, ihr seid handwerklich begabt. Dann schrauben wir jetzt erstmal die Erwartungen zurück. Nützt halt nix, wenn du mit dem 12er Ringschlüssel versuchst, eine Kreuzschlitzschraube zu versenken. Stefan! Du spielst wie so ein schlechter Juwelier! Der kriegt auch nichts auf die Kette! Ich da in Katar in der Kabine, das wäre was gewesen mit Jamal Musiala. Jamal, sag mal, was ist los? Hast du in der Schule zu viel Gruppenarbeit gehabt oder warum machst du im Sturm immer alles alleine? Und dann haben die beim DFB tatsächlich noch so einen Film zusammengeschnitten als Motivation. Vorher noch Räucherstäbchen. Ja, ist richtig. Einen Film zusammengeschnitten. WM 2022. Lasst uns von den Gänsen lernen und gemeinsam den großen Flug, den großen Flug machen. Und dann fliegen da so Wildgänse. Nils Holgersson gefehlt oder was? Was kommt denn für die Euro 2024? Till Schweiger macht einen Film, kein Torhasen. Schreibt mal in die Kommentare runter. Wie muss der Motivationsfilm für unsere Nationalspieler heißen, für die Euro 2024? Na, mal rein. Hermann! Was hast du denn für Rachenpesto? Mundgeruch! Ach, hast du Zahnweh? Ach, deswegen verzichtest du gerade auf Zucker. Und natürlich großes Thema in der Doku, ne, die One-Love-Binde. Ich hoffe ja, dass bis zur Euro 2024 ne, unser Bundeskanzler Olaf Scholz, gute Besserung an der Stelle, wieder richtig fit wird. Sonst laufen Musiala und Co. beim Eröffnungsspiel 2024 bei der EM mit Augenklappen auch. Mit dem zweiten verliert man besser. Ich glaube ja nicht, dass Politik und Fußball nochmal so vermischt werden. Wie soll das auch aussehen? Unsere Nationalspieler laufen statt mit Einlaufkindern, mit so Wärmepumpen unterm Arm aufs Spielfeld. Da steht dann drauf, jetzt reicht's. Es ist für jeden eine da. Patrick, sag mal, wie viel Parfüm hast du drauf? Was ist denn dein Motto? Betäuben statt betören? In der Doku siehst du dann den Süle, freier Oberkörper, mit so einem Fitnessband. So ein bisschen, wie wenn mein Hermann Trikot hochzieht. Und dem hast du so ein Einweggummi von den Gläsern drüber gezogen. Der Süle ist in Topform. Die wiegen den beim DFB auch anders. Da gibt es eine extra Sülewaage. Da werden so zwei DIN A4 Blätter auf den Boden gelegt. Da stellt der Süle sich dann drauf. Nimmt der Hansi Flick einen Taschenrechner, tippt da eine Zahl ein und legt die auf die zwei Blätter. Fertig ist die Sülewaage. Stefan, weißt du, warum du nicht ausgenutzt werden kannst? Weil du nutzlos bist! Komm runter da jetzt! Sportlich gesehen bin ich mal sehr gespannt, was der Hansi jetzt macht. Gündogan ist für mich die zentrale Position. Hat mit vielen internationalen Teams Titel geholt. Sagt der Didi Hamann schon. Booster Hans. Nur weil du ein guter Fußballvereinsspieler bist, bist du noch lange kein guter Nationalspieler. Ja, sicher. Ich meine, nur weil du Fußball spielen kannst, kannst du ja auch nicht kicken automatisch.
Was soll eigentlich so, na, du musst doch den Mann, Gündogan, du bist jetzt mein Mann, du musst halt den Mann auf. Ich reg mich schon wieder auf. Bin mal gespannt, ob die endlich mal wissen beim DFB, wo stehen wir jetzt? Wenn du Pilot bist und fliegst über eine einsame Insel und siehst da jedes Mal Robinson Crusoe, der mit den Händen wedelt, kannst du dir denken, oh, guck mal, jedes Mal, wenn ich über die Insel fliege, dann grüßt er mich. Oder du holst ihn jetzt endlich mal vor der Insel runter. Männer! Oh, komm. Nicht traurig sein. Denk dir mal dran, Elefanten trösten sich mit ihren Rüsseln. Andi und Stefan, zieh die Hose hoch! Für die Euro 2024 fehlt es ja komplett noch. Marketing, jetzt die Mannschaft ist ja raus. Geht ja nicht mehr. Wie nennen wir die denn jetzt, unsere DFB-Jungs? Blinddarm. 2024 schaffen wir einen Durchbruch. Kevin! Boah, der ist so hohl. Sagt er zu mir, Trainer, das Spiel war so anstrengend. Ich brauche erstmal so ein wohlfühlendes, erholsames Kräuterbad. Ich so, Kevin, du trinkst gerade eine Flasche Jägermeister. Ach so! Der. Ne? Ja, fast. Hermann! Pff, genau. Jetzt spucken wir noch ein bisschen heute zu fein. Stefan! Du spielst wie so ein schlechter Euro 2. Ich schon nicht aussprechen kann, weiß ich schon, wie viel Bock ich drauf habe. Knicki-knacki nah am Sacki ist dein Oberschenkelhalsbruch oder was? Nützt halt nix, wenn du versuchst, mit dem 12er Ringschlüssel eine Kreuzschraube. Sieht man mal, was ich handwerklich kann. In der Sühle siehst du auch die Doku. In der Doku siehst du dann den Sühle, freier Oberkörper und so ein Fitnessarmband. Nee, nicht Armband, so ein Fitnessarmband. Oh Gott. Cut, nochmal. Für die EM 2024 fehlt es komplett noch an Marketing. Ne, so Plakate mit Rudi Völler drauf. Ich habe auch schon 3-4 Hefeweine. Das ist mir so eingefallen.